Der russische Präsident Wladimir Putin hat gesagt, dass es keinen Frieden in der Ukraine geben werde, solange die Ziele nicht erreicht seien, darunter die Entnazifizierung und Entmilitarisierung der Ukraine. Putin sagte dies auf seiner Jahresendpressekonferenz, auf der er versicherte, dass Kiew bei der großen Gegenoffensive, die im letzten Sommer begann, nichts erreicht habe und dass die russischen Truppen ihre Positionen an der Front, die nun mehr als 2000 Kilometer betrage, verbessern. Вот я напомню, о чем мы тогда говорили. О денацификации Украины, о демилитаризации, о ее нейтральном статусе. Putin bezeichnete die Geschehnisse in der Ukraine als eine enorme Tragödie, die einem Bürgerkrieg gleiche. Die Lage im Gazastreifen bezeichnete Putin als Katastrophe und bestritt, dass das Ausmaß der Zerstörung dort mit den Ereignissen in der Ukraine vergleichbar sei.